Einen wunderschönen. Da bin. So, da bin ich mal wieder, euer Odin. Ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Und wie ihr seht, SNK. Heroes Tag Team Frenzy. Ja, mein Kater lenkt mich gerade ein bisschen nebenbei ab. Der versucht hier irgendwie Platz zu finden auf dem Schreibtisch. Ich werde dieses Video, also ich nehme es auf der PS4 auf, also mit der PS4 spiele ich, nehme es mit der Ava Media auf in 4K. HDR konnte ich nicht aktivieren, das Spiel hat kein HDR. Jo, ich werde es nicht rendern, bearbeiten, Intro, Outro, irgendwas dergleichen. Ich werde es so, wie ich es hier aufnehme, werde ich es hochladen, damit ihr reine Spielsequenzen sehen könnt, ohne dass da irgendwie durchs Rendern oder so irgendwie Kanten geglättet werden und irgendwie besser, schlechter, irgendwas ist. Reines Gameplay-Video. Unbearbeitet. Ich hatte jetzt schon mal gestartet, habe jetzt schon bei Optionen. So. Bei Optionen die Musik etwas runtergeschraubt. Story. Member Select. So. Das ist alles. Sind ja nur Euro. Das ist doch wieder so. Das ist so typisch Japano. Knapp angezogene Weiber mit dicken Titten. Kuh. Das ist eine Kuh. Was nehmen wir denn? Eine Katze. Also noch mehr Klischee geht ja nicht. Aber ja. Outfit wählen. Kann ich nichts machen? Nee. Vorschau. Also, das ist jetzt, würde ich sagen, ziemlich knapp. Was? Ich hab das gesehen. Wenn ihr die Charakter bewegt. Also ihr könnt die jetzt nach links rumdrehen lassen oder rechts rumdrehen lassen, damit ihr euch den Charakter gut angucken könnt. Ich werde sie jetzt nochmal bewegen, indem ich L1 und R1 hintereinander wegdrehe, damit die so links, rechts macht. Guck da mal bitte auf die Brüste von der jungen Dame. Die nehme ich. Oh Gott. Wir können auch verschiedene Outfits. Die nehme ich. Ah, scheiße, falsch. Ja. Ich will noch Vorschau. Nee, dann passen ja die schönen Hörnchen hier nicht mehr dazu. Ja. Na, klappt nicht bei der so. Na, ein bisschen. Aber das ist doch so typisch Klischee. Das ist doch so sexy Polizistin. Ich will mal was anderes gucken. Also in den Tanga kann man ein bisschen gucken.
Ja. Leona. Oh nee, 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 nee. Oh, hier sind noch schlimmer. Hier sind noch mehr als bei der Kuhdame. Guckt euch das an. Die gehen mit den Schwingungen, wenn ich jetzt hier nach links gehe, zack, gehen sie halt in eine andere Richtung durch die Fliehkraft. Also jetzt, also bitte, 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 bitte macht noch ein Update. Bitte, 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 bitte macht noch ein Patch für das Spiel. Ich würde gerne bei der Charakterauswahl auch gerne R2 oder L2 drücken wollen, damit die Lady auch noch hoch und runter springt. Die nehme ich. Nur voll. Oh, wei. Katzenlady und die Kuhlady. Boah, nee, wieder so viel lesen. Das ist jetzt nicht, ich will einfach nur Spaß haben. Okay. Hier ist L1 kein schwerer Angriff. Das ist dann gleich ein super Angriff, so wie es aussieht. Was fliegt denn da rum? Spielzeug. Die Töne. Ach, dann Charakterwechsel. Paprika und so. Was ist das denn? Haben wir hier auch eine Move-Liste? Ich habe jetzt die Katzenlady. Ich finde die Katzenlady nicht. Ich habe die. Ach, da oben. Mhm. Also eigentlich Kreis und dann die Richtungstasten. Ja, größtenteils mit Kreis. Oh, mein Controller brüllt um mit mir. Die hat es jetzt entschärft. Achso, wenn jene besiegt ist, ist es gleich komplett vorbei. Continue. Jetzt Liste der Kuhlady, auch alles Kreis.
Oh, scheiße. Ich bin tot. Ah, kacke. Gut. Verloren. Continue. Aufgeben. Game over. Wir werden noch einen Kampf machen. Mit anderen Charakteren. Member select. Oh nee, wir wollen da eine Schnittfarbe in. Ist das die Krankenhausoutfit oder was? Lass mal Standard, finde ich am schönsten. Das ist ja wieder gleiche. Geräusche, das ist. Hört ihr das? Dong, dong und so. Die haut mich. Trophäe. Ah, ich kann ihn nochmal machen. Cool. Ich hab gewonnen. Und wen noch? Was soll das darstellen? Attacken sind jetzt nicht viele drin. Aber über Viereck und so steht komischerweise gar nichts drin, ne? Aber ich drücke die ganze Zeit Viereck.
Puh. You win. Oh, die hat eine Peitsche wie bei Darksiders. Also die Zwischensequenzen mit dem Ransum jetzt und so, die sind schon ein bisschen pervers, oder? Oh, noch eine Trophäe. Also ich glaube nicht, dass man sich bei so einem Spiel irgendwie auf die Story konzentriert. Da geht es doch eigentlich nur darum, gegenseitig zu prügeln und die Zwischensequenzen, Ransumen und so weiter. Achso, hier, das ist mein Controller. Prinzip das, was ich auf dem Kopfhörer habe, habe ich halt auch auf dem Lautsprecher im Controller. Ich mach mal das weg, das ist vielleicht ein bisschen störend. Ich denke mal, das kann man hoch unter Einstellungen dann noch einstellen. Na, E-Kampf machen wir noch und dann ist aber für deine Zockt erstmal Schluss. Cool, nochmal, wenn du machst. Schon wieder eine Trophäe? Gucken wir mal die Trophäen an. Ich hab doch... Außer Training 100 mal Spezialmove. Ich spiele jetzt 3 Runden und hab doch da noch keine 100 Spezialmoves verwendet. Sieh dir die Videosequenz nach der Hälfte des Spiels an. Ich hab doch aber noch gar nicht... Ist das denn die Hälfte? Scheint wohl hier ganz leicht Platin zu sein. Und einfach Geld sammeln, kämpfen, irgendwelche Videos angucken, Spezialmoves machen. Ha 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 ha!
Oh, hier kann ich nochmal machen. Schöne Kombination. Liga eine Kombi mit 5 Plus Treffern während eines Tag. Okay. Das ist ja schon. Kanne geht auf und zu. Kommen jetzt immer die gleichen Videosequenzen? Online, na, online habe ich, die brauche ich gar nicht machen, ich habe ja keine Chance. Galerie, Profil, Profile. Titel. Ich mache mal Kung Fu. Avatar ändern. Kann ich nicht machen. Warum kann ich das nicht machen? Data. Fighting List. Record. Mhm. Jetzt gucken wir noch schnell an, was individuell ist. Outfit. Achso, das muss ich dann mit Punkte kaufen. Oh, das sieht aber cool aus. Und das hat auch was. Mal gucken bei dem Skelett, was dafür für Sachen noch mit bei sind. Outfit? Ne, das ist nur ein Outfit. Zubehör. Ach du Scheiße, nicht dein Ernst. Ach nee. Also das ist doch wieder so ein Einhorn. Ist doch nicht. Also finde ich schon sehr kitschig. Mit den Flügeln, das ist cool, aber... Kopf, Gesicht. Oh, Schnurrhaare. VR. Eine Katzenmaske. Nee, finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, aber... Oh, Rücken. Was haben wir denn da schönes? Flügel? Dämonenflügel? Engelsflügel? Dämonenflügel? Schmetterling. Schildkrötenpanzer. Urwegsfeder? Achso, da. Oh.
Wie gut ist, dass man die Figur hier hin und her schieben kann und sich dann somit alles angucken kann. Ach, da. Da kann man auch flügeln. Kann man überall Flügel quatschen. Ist ja cool. Also man kann jeden Charakter hier noch individualisieren mit dem Geld, was man sammelt. Das ist ja auch nicht schlecht. Ich denke da mal, da ist für jeden was mit bei. Da können sich einige Manga-Fans und so ordentlich austoben. Also so die Kampftechnik ist leicht. Man hat halt Kreis mit verschiedenen Knöpfen, die man drücken kann, und die anderen Tasten machen auch noch Attacken. Man muss jetzt nicht wie bei Tekken hier die, oder Street Fighter die Mörder-Kombis machen, also vor, zurück und dann die entsprechende Taste. Reicht natürlich vollkommen aus. Finde ich für Anfänger eigentlich ganz gut. Bisschen sexistisch finde ich das Spiel. Mit den Brüsten, aber ich finde es geil. Also und da jetzt noch eine Hüpffunktion. Aber trotzdem muss man ja dran denken, wie Frauen dargestellt werden. Aber es ist ja nur ein Spaßtitel. Es muss man ja nicht alles immer gleich so bierernst sehen und alles auf der Goldwaage legen. Ja, wie gesagt, ich werde dieses Video nicht rendern, nicht bearbeiten, gar nichts. Ich werde so, wie ich es jetzt gespielt habe und wie ich es hier in 4K auf meinem Bildschirm sehe, so lade ich es hoch, damit ihr das reine Gameplay-Vergnügen habt, ohne dass da irgendwie was verschlechtert wird oder irgendwas verändert wird. Ich würde mich dann hier erstmal verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.